Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und meine Vision ist es, dass jeder das Wichtigste zu seinem Medikament weiß. Heute geht es um den Wirkstoff Dimethylfumarat, ein Wirkstoff, der bei der Behandlung der multiplen Sklerose Einsatz findet. Ich werde Ihnen einige Dinge zur Einnahme sagen. Ich werde auf die wichtigsten Nebenwirkungen eingehen und Ihnen genau sagen, bei welchen Symptomen Sie sofort Ihren Arzt kontaktieren sollten. Darüber hinaus werde ich Ihnen noch einige Tipps und Hinweise geben, die Sie aus meiner Sicht zu Ihrem Medikament wissen sollten, sodass Sie am Ende des Videos die wichtigsten Punkte zu Ihrem Wirkstoff kennen und dann kann es schon losgehen. Der Wirkstoff Dimethylfumarat findet Anwendung bei der Behandlung der MS. Und zwar führt er grob gesagt dazu, dass das Immunsystem etwas runtergefahren wird und die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die ihr Immunsystem repräsentieren, etwas verringert wird. Die MS ist bis jetzt nicht heilbar, aber man kann versuchen, wie mit diesem Wirkstoff auch, die Häufigkeit der Rückfälle etwas zu reduzieren. Wenn Sie mit Dimethylfumarat beginnen, dann wird Ihr Arzt in der ersten Woche die Dosis etwas niedriger gewählt haben, und zwar bei morgens und abends 120 Milligramm pro Tag. Der Grund dafür ist, dass es besonders am Anfang der Therapie zu Nebenwirkungen kommen kann. Und zwar äußern die sich meistens in einem Hitzegefühl oder aber auch in Magen-Darm-Beschwerden. Durch dieses langsame Einschleichen möchte man verhindern, dass diese Nebenwirkungen am Anfang der Therapie auftreten. Und etwa nach einer Woche kann man dann auf die Erhaltungsdosis von morgens und abends 240 Milligramm dann hochdosieren. Auch wenn die gleichzeitige Nahrungsaufnahme keine Auswirkungen auf die Aufnahme des Wirkstoffs ins Blut hat, sollten Sie die Kapsel am besten zum Essen einnehmen. Das bedeutet beim Essen zwischendurch oder aber ganz kurz danach, sodass die Kapsel mit Essen im Magen ankommt. Der Grund dafür ist, dass, wie eben erwähnt, diese Nebenwirkungen besonders durch eine gleichzeitige Nahrungsaufnahme etwas abgefedert werden können. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie schlucken ja immer eine Kapsel und in dieser Kapsel sind so kleine Pellets, kleine Tablettchen drin. Die haben wiederum einen magensaftresistenten Überzug. Das bedeutet, wenn Sie die Kapsel eingenommen haben, löst sich die Kapselummantelung im Magen auf und dann gibt es nur noch diese kleinen Kügelchen, die dann recht schnell ihren Magen verlassen, in den Darm gelangen und dort erst den Wirkstoff freigeben, wodurch er ins Blut aufgenommen werden kann. Für Sie ist wichtig zu wissen, dass diese kleinen Pellets in der Kapsel, die dürfen nicht zerkaut werden, nicht zerstört werden, weil da dieser magensaftresistente Überzug drüber ist und der sehr gut Ihren Magen vor den Nebenwirkungen dann schützen kann. Was für Sie ganz interessant sein könnte, ist, dass der Wirkstoff Dimethylfumarat einen ganz anderen Abbauweg hat als die meisten anderen Medikamente. Die meisten anderen werden entweder über die Niere oder über die Leber abgebaut und ausgeschieden. In Ihrem Fall findet die Elimination durch die Abatmung von Kohlenstoffdioxid, von CO2 statt. Das hat den Vorteil, dass der Wirkstoff bei leichten und mäßigen Leber- und Niereneinschränkungen gut angewandt werden kann. Nur wenn diese stärker ausfallen, dann sollte man den Wirkstoff nur unter Vorsicht anwenden. Das sind aber auch alles Informationen, die Ihrem Facharzt vorliegen und der kontrolliert im Vorhinein immer diese Werte, damit er eine stärkere Leber- oder Niereninsuffizienz ausschließen könnte. Von Bedeutung ist auch noch, dass der Wirkstoff
zu den Arzneimitteln gehört, die potenziell die Leber etwas schädigen können. Das wird jetzt im ersten Moment etwas abschreckend wirken. Ich möchte nur, dass Sie darüber Bescheid wissen, denn es kann unter der Einnahme auch zu verschlechterten Leberwerten kommen. Der Vorteil ist, wenn ein Anstieg von bestimmten Leberenzymen festgestellt wurde, dass dann nach dem Absetzen die Leber sich wieder normalisiert und es zu keinen irreversiblen Schädigungen kommt. Ich möchte Ihnen einen kleinen Auszug zu den Nebenwirkungen geben, von denen ich denke, dass es die meisten betrifft oder aber auch die Nebenwirkungen am wichtigsten sind, dass Sie die kennen sollten. Als erstes möchte ich auf den Überbegriff Hitzegefühl eingehen, von dem etwa jede dritte Person betroffen ist, besonders auch am Anfang der Therapie. Im Laufe der Therapie kann sich das häufiger ausschleichen. Unter Hitzegefühl versteht man entweder Hitzewallung oder aber auch ein Brennen auf der Haut. Auch Juckreiz und Rötungen gehören dazu. Wenn diese Nebenwirkung bei Ihnen recht ausgeprägt ist, sprechen Sie Ihren Arzt bitte darauf an. Es gibt die Möglichkeit dabei, dass man parallel niedrig dosiertes ASS geben kann, um diese Nebenwirkung ein wenig abzuschwächen. Als nächstes wären typische Magen-Darm-Symptome zu nennen, die eigentlich bei jedem Medikament auftreten können. Im Fall des Dimethylfumarats liegt die Häufigkeit bei über 10%. Das bedeutet, mindestens jeder Zehnte kann davon betroffen sein. Dazu zählt zum Beispiel die Übelkeit, aber auch der Durchfall oder Magen-Darm-Schmerzen. Das ist auch der Grund, wie eben erwähnt, weshalb die Tablette dann zum Essen eingenommen werden sollte, um diese Nebenwirkung etwas abzudämpfen. Als dritte Nebenwirkung, von der sehr viele Patienten, das bedeutet über 10% aller Patienten betroffen sind, ist zu nennen, dass es zu Ketonkörpern im Urin kommt. Das heißt, wenn Sie einen Urintest machen, dann kann es sein, dass ein bestimmter Wert bei Ihnen erhöhter angezeigt wird. Das liegt aber an dem Wirkstoff selber. Bei den ganzen Nebenwirkungen, die ich hier anspreche, möchte ich auch noch mal sagen, dass es mir sehr wichtig ist, dass Sie über diese Nebenwirkungen aufgeklärt sind. Sie wirken als erstes natürlich sehr abschreckend, weil man am liebsten ein Medikament nehmen möchte, was keine Nebenwirkungen hat. Leider gibt es solche Medikamente nicht und da muss man natürlich immer streng abwägen, inwieweit der Nutzen für Sie da ist, wenn bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Ich möchte nur meinen Teil dazu beitragen, damit Sie gleich erkennen können, dass diese Nebenwirkung eventuell von Ihrem Wirkstoff kommen und nicht eine neue Erkrankung darstellen. Unter der Wirkstoffeinnahme kann es auch zu weiteren Veränderungen von bestimmten Parametern im Urin kommen. Es kann auch zu Blutbildveränderungen kommen. Das ist Ihrem Facharzt aber bekannt. Deshalb macht er auch bei Ihnen häufigere Blutuntersuchungen. Wie bei anderen Medikamenten auch, kann es auch zu Hautreaktionen auf das Medikament kommen. Die können sich auch in einem Juckreiz oder in einem Hautausschlag äußern. Da möchte ich jetzt gleich einmal rübergleiten zu einer Nebenwirkung, die auf jeden Fall immer gut im Blick gehalten werden sollte. Und zwar sind das anaphylaktische Reaktionen, das sind Überreaktionen auf den Wirkstoff selber. Die können sich einmal äußern, wie gerade erwähnt, in Hautausschlag und Juckreiz. Es kann aber auch zu einem starken Blutdruckabfall kommen. Es kann zu Atemnot kommen, dadurch auch zu einem leichten Sauerstoffmangel. Es kann zu einem sogenannten Angioödem kommen. Das ist eine Anschwellung der Unterhaut, die man besonders im Gesicht sofort sehen kann, dass bestimmte Teile des Gesichtes, wie zum Beispiel die Lippen, anschwellen. Wenn Sie besonders am Anfang der Therapie das bei sich entdecken, denn diese anaphylaktische Reaktion tritt, wenn, meist am Anfang auf, kann aber auch ganz selten noch im Verlauf der Therapie auftreten, dann sollten Sie unbedingt sofort das Medikament absetzen und Ihren
Arzt kontaktieren. Als nächstes kann es unter der Einnahme des Wirkstoffes Dimethylfumarat zu einem erhöhten Risiko für Infektionen kommen. Das liegt an der Wirkung des Wirkstoffes selber, weil der Wirkstoff das Immunsystem etwas runterfährt, was man natürlich auch zur Abwehr von bestimmten Erkrankungen benötigt. Als erstes ist hier die Magen-Darm-Entzündung zu nennen, die etwas häufiger auftritt als bei Patienten, die diesen Wirkstoff nicht einnehmen. Als zweites sei hier zu nennen, dass es etwas häufiger zu einer Herpes-Zoster-Infektion kommt, zu einer Gürtelrosen-Infektion. Sie sollten immer die Symptome von einer Gürtelrose ein bisschen im Hinterkopf haben. Und zwar treten bei einer Gürtelrosenerkrankung meist Bläschen oder Rötungen auf. Es kann aber auch mal ohne Symptome sein. Es kommt zu Schmerzen, es kann auch zu einem Brennen kommen, manchmal zu einem Juckreiz. Auch Kopfschmerzen können begleitend auftreten. Fast immer sind diese Symptome einseitig. Das bedeutet, weil es ja über einen Nervenstrang geht, der entweder die eine Körperseite oder die andere versorgt, dass diese Symptome nicht über die Mittellinie ihres Körpers hinausgehen. Aber auch da wurde von einzelnen Fällen mal berichtet, dass dem doch so war. Halten Sie diese Symptome etwas im Hintergrund, weil Sie mit der Einnahme des Dimethylfumarats etwas prädestinierter dafür sind, eine Herpes-Zoster-Infektion zu entwickeln. Als drittes möchte ich eine Infektion ansprechen, die in ganz einzelnen Fällen unter der Einnahme des Dimethylfumarats aufgetreten ist. Diese Infektion nennt sich abgekürzt PML. Dabei handelt es sich um eine Hirninfektion, die häufiger aufgetreten ist, je geringer ihre Leukozytenzahl im Blut war. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Arzt ihr Blutbild immer kontrolliert, denn man möchte ein starkes Absinken der Anzahl der weißen Blutkörperchen verhindern, weil das ein wenig mehr mit dem Risiko dieser PML einhergegangen ist. Für Sie ist dabei nur wichtig zu wissen, dass Sie auf bestimmte Symptome bei sich achten sollten. Das Schwierige ist, dass diese PML-Symptome ein wenig den Symptomen in einem MS-Schub ähneln. Ich blende Ihnen einmal die Symptome ein. Das sind Dinge, die Sie sich wirklich merken sollten, die Sie vielleicht auch einem Angehörigen oder einem Betreuer nennen könnten, denn die sollten immer im Blick gehalten werden. Auch hier ist es wichtig, wenn diese Symptome auftreten, dass Sie dann sofort einen Arzt kontaktieren, weil man diese PML unbedingt ausschließen möchte. Da der Wirkstoff Dimethylfumarat ja seinen Eliminationsweg über die Atemluft hat und nicht hauptsächlich über die Leber oder über die Niere, geht man davon aus, dass es so gut wie keine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eingeht. Als erstes wäre einmal wichtig für Sie zu wissen, dass wenn eine Impfung ansteht, dass Sie unter der Behandlung mit dem Wirkstoff Dimethylfumarat keinen Lebendimpfstoff erhalten sollten. Sie wissen ja, Ihr Immunsystem ist etwas runtergefahren und für die Impfung mit einem Lebendimpfstoff benötigt man ein stabiles Immunsystem, denn ansonsten könnte es womöglich zu einer Infektion mit dem Impfstoff kommen. Zu den Lebendimpfstoffen gehören zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln und auch die Windpocken. Das heißt, wichtig ist immer, wenn bei Ihnen eine Impfung ansteht, dass Sie Ihren Arzt darauf hinweisen, dass Sie den Wirkstoff Dimethylfumarat einnehmen. Als zweites sollten, wenn möglich, nicht gleichzeitig Medikamente eingenommen werden, die potenziell nephrotoxisch wirken. Das
Das bedeutet, dass es bei denen eine Möglichkeit gibt, dass durch die Einnahme die Niere geschädigt werden könnte. Zu diesen nephrotoxischen Medikamenten gehören bestimmte Antibiotika aus der Gruppe der Aminoglykoside. Weisen Sie Ihren Arzt darauf hin, dass wenn bei Ihnen ein Antibiotikum verordnet wird, dass es nicht aus der Gruppe der sogenannten Aminoglykoside sein sollte. Als nächstes wären bei den nephrotoxischen Substanzen Diuretika, also Entwässerungsmittel zu nennen. Das heißt, Sie sollten auch, wenn möglich, keine Entwässerungsmittel parallel einnehmen. Auch die Gruppe der NSAIRs ist zu meiden. Die NSAIRs sind die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika. Das ist ein Überbegriff für die Substanzen, zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac oder Naproxen oder Indomitazin oder auch ASS. Eine Ausnahme bildet da das niedrig dosierte ASS, was ich im Anfang des Videos schon angesprochen hatte, um ein Hitzegefühl als Nebenwirkung etwas runterzufahren. Aber diese Wirkstoffe, die Sie besonders in der Selbstmedikation in der Apotheke sich selber besorgen können, die sollten Sie meiden, denn die können vermehrt auf Ihre Niere Einfluss nehmen. Wenn Sie ein Schmerzmittel benötigen, dann sollte der Griff eher zum Paracetamol sein, weil das in der Selbstmedikation nicht zu dieser Substanzklasse gehört. Aber fragen Sie da auch gerne Ihren Facharzt, welches Medikament für Sie bei Schmerzen in Frage käme. Und um das Ganze abzuschließen, gehört als letzter Wirkstoff noch das Lithium in die Gruppe der potenziell nephrotoxischen Arzneimittel. Auch das sollte während der Einnahme nicht parallel angewandt werden. Zum Thema Alkohol ist zu sagen, dass der Alkohol keine Auswirkung auf die Aufnahme Ihres Dimethylfumarats in den Körper besitzt und auch die Nebenwirkungsrate scheint unter Alkoholkonsum nicht erhöht zu sein. Sie sollten nach der Tabletteneinnahme eine Stunde danach eine hochkonzentrierte Alkoholaufnahme meiden. Aber ansonsten scheint der Alkohol keine negativen Einflüsse zu haben. Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit oder aber auch das Bedienen von Maschinen scheint der Wirkstoff auch nicht zu haben. Schauen Sie immer am Anfang der Therapie, wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, die eventuell behindert sein könnten, dass Sie dann trotzdem nicht ins Auto steigen, aber bei einer Langzeiteinnahme steht dem nichts entgegen. Und ganz abschließend sei noch zu erwähnen, dass in Schwangerschaft und Stillzeit der Wirkstoff Dimethylfumarat nicht angewandt werden sollte. Da gilt es aber natürlich auch immer ein Nutzen-Risiko abzuwägen. Wichtig ist, wenn Sie jetzt eine Frau mit Kinderwunsch sind, dass Sie das ganz rechtzeitig bei Ihrem Facharzt ansprechen, dass man dahingehend Ihre Therapie schon ausrichtet. Das waren nun die wichtigsten Punkte, die Sie aus meiner Sicht zu Ihrem Wirkstoff wissen sollten. Es ist immer ein schmaler Grat, Nebenwirkungen anzusprechen, aber auch nicht von der Einnahme abzuhalten, denn Ihr Dimethylfumarat ist bei der Diagnose MS ein wichtiger Wirkstoff, der die Anfallshäufigkeit verringern kann. Und ich hoffe einfach, dass Sie durch mein Video jetzt Informationen erhalten haben, worauf Sie einfach immer genau achten und genau wissen, wann Sie handeln sollten und den Arzt aufsuchen sollten. Und ja, wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Gerne nutzen Sie auch die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Und ansonsten sage ich bis bald. Tschüss.